Willkommen, meine lieben Freunde, zum dritten Spieltag der ersten Season des BPPs, des Baby-Pokémon-Plateaus. Es geht ran gegen den Ele Kids Club, geleitet von ihm Electek9, mit einem Team bestehend aus Magnetilo mal wieder mit dem Bärensaft, einem Pygraulon, das allererste Mal dabei, mit dem Elektro-Z-Kristall, weil ich da meinen Z-Move drauf habe, Walschakwabbel mal wieder, weil der auch wieder ganz gut gegen Eles Team ist, Naseweiß, also Nasgnet, mit dem Evoliten, Bärensaft Snubbull und Evolit Praktibalk. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Ich bin aufgeregt. Ich würde sogar sagen, dass Ele so ziemlich der Stärkste hier ist. Ele ist generell ein sehr kreativer Draft-Spieler. Und Ele hat auch so ein bisschen Erfahrung im Little Cup, zumindest was Draft-Turniere angeht, weil er auch schon mal an einem Little Cup-Draft-Turnier teilgenommen hat. Ich glaube, er hat sogar da in die Playoffs ins Halbfinale geschafft oder ins Finale, wenn es mich nicht so ganz täuscht, hat da dann verloren. Aber ja, ich bin gespannt, wie das wird. So, ich schreibe die ganze Zeit direkt mal sein Team auf. Nicht die ganze Zeit, sondern direkt. Und er hat keinen Zickzacks dabei, das ist ganz gut. Ich fand es jetzt nicht, dass es super, ein super großer Threat ist. Aber man muss trotzdem aufpassen vor so einem Bauch-Thomas-Set. Aber er hat viele Threats dabei. Unter anderem Kalivanya, was den Z-Move haben kann. Also schreibe ich mir auch direkt mal auf, dass der vielleicht den Z-Move hat. Dann haben wir Fukano. Der hat mich ein bisschen gesniped, der Ele, weil ich wollte eigentlich Fukano haben, aber... Naja, da habe ich immerhin Nasgnet bekommen, dann Balgoras, Gramokles, ein Wullaby, heißt auf Deutsch, Skalug und Tentacha. Ja, eigentlich so ziemlich die stärksten Pokémon aus seinem Team. Was hat er nicht dabei? Er hat Voltorb nicht dabei, er hat sein Imantis nicht dabei, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Also Imantis, weil der kann auch sowas wie Abschlag haben, Abschlag ist immer nervig. Er hat Rihorn nicht dabei und Zickzacks, wie gesagt. Aber ich bin aufgeregt, Leute, ich bin wirklich aufgeregt und ich weiß nicht genau, womit ich leaden möchte. Nasgnet wäre ein potenzieller Lead. Direkt die Tarnschiene rauslegen, aber ihr könnt dann auch mit Tentacha leaden. Ihr könnt mit Magnetilo leaden und direkt mal Druck aufbauen. Magnetilo ist, finde ich, generell gar nicht mal so ein schlechter Lead, weil er gegen relativ viel ganz gut dasteht, Volt wechseln kann und so weiter und so fort. Wisst ihr was? Ich finde, gehen wir direkt mit Magnetilo? Ich finde den echt nicht bad. Direkt mit der Robustheit. Er sieht halt, dass ich keinen Spinner habe. Das heißt, er könnte direkt Tarnschnelle legen. Ich könnte aber sogar sehr gut vorstellen, dass er Giftspitze mit Tentacha legen möchte. Aus diesem Grund sehe ich gerade, wir haben nur noch 9 Sekunden. Ich muss ganz schnell auswählen. Wir setzen Timotilo an den Start. Puh, das war knapp. Gut, dass ich noch schnell darauf geachtet habe. Ich war ein bisschen zu sehr im Modus drin. Aber ich glaube, Magnetilo ist wirklich ein richtig guter Lead gegen das Team. Das steht gegen fast alles gut da. Und kann einfach entweder Volt wechseln oder Lichtkanone drücken. Ich habe halt die Robustheit, wieder Bärensaft und so weiter und so fort. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und ich rechne, wie gesagt, mit dem Tentacha-Lead, weil das ganz gut gegen Nasgnet dasteht. Und er könnte die Giftspitzen rauslegen, was ich potenziell bei ihm sehe, weil ich, wie gesagt, keinen Spinner habe. Aber er lead tatsächlich mit seinem Tantrum Junior. Okay. Der kann natürlich auch Tarnstände legen. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Und haben wir die Überbrückung gesehen? Wir müssten doch eigentlich normalerweise die Überbrückung sehen, wenn der das könnte. Er kann doch gar nicht mal die Überbrückung, oder? Kann der das überhaupt? Kann das nur Monagoras? Ich weiß es gerade nicht. Aus irgendeinem Grund habe ich gerade im Kopf, dass der das kann. Nee, der kann das gar nicht. Wieso dachte ich das? Die Vorentwicklung von Rameidon müsste das können. Aber die steht uns nicht gegenüber. Nee, der hat nur Titankiefer und Robustheit. Das heißt, er könnte auch Robustheit mit Bärensaft spielen, was auf jeden Fall eine Option von ihm wäre. So, jetzt müssen wir halt überlegen. Was machen wir denn jetzt hier Schönes? Gehen wir direkt auf den Voltwechsel oder wollen wir direkt die Lichtkanone rauspacken? Was ich halt ganz gerne wissen möchte, Tyrant, wie schnell ist der Junge nochmal? Könnte ich potenziell schneller sein? Ja, wenn er nicht Full Speed ist, dann könnte ich schneller sein oder bin halt in einem Speed-Teil. Normalerweise spielen die, denke ich mal, Bärensaft mit Robustheit. Oder kann halt auch sich setupen. Man kann aber auch direkt die Tarnschein legen, davon gehe ich eher aus. Wir könnten auf Voltwechsel gehen. Aber das ist gar nicht mal so ein guter Lead, ne? Der gefällt mir von allen potenziellen Leads auf seiner Seite nicht unbedingt. Aber Voltwechsel finde ich gar nicht mal so schlecht. Voltwechsel finde ich gar nicht mal so schlecht. Wenn er halt auf Erdbeben geht, dann ist das so. Oder hauen wir direkt sein Dingens weg. Ne, wir gehen auf Voltwechsel. Er geht auf die Tarnsteine, war zu erwarten, somit liegen sie leider auch, solange er sie nicht irgendwie auflockern möchte mit seinem Skalug. Und wir hauen ihn unter 50%, weil es ein Crit war und das gefällt mir tatsächlich nicht, weil jetzt aktiviert sich sein Bärensaft.
Aber sein Item ist schon mal verbraucht, was gar nicht mal so schlecht ist, aber trotzdem. Ah, das nervt mich gerade ein bisschen. Tatsächlich, der Volltreffer ist sogar doof. Ja, im Little Cup können selbst Volltreffer blöd sein. So ist das nun mal, okay. Ein Tarnschein liegen, was halt auch blöd für Quentin ist. Also für Quabbel. Wir könnten in Okoto gehen. Okoto ist immer ganz sick. Wir chippen den aber vielleicht an, was blöd ist. Könnten in Snubbull gehen, aber Snubbull will ich aktuell nicht unbedingt reinwechseln. Ich glaube, es wird sogar auf Praktibike hinauslaufen. Dann einfach Abschlag drücken. Und können dann auch einfach drin bleiben, was nervig ist. Das ist halt so die Sache. Das ist halt so die Sache, die mir nicht gefällt an der ganzen Sache. Ich habe halt auch überlegt, ob ich Sandan vielleicht mitnehmen möchte wegen den Tarnsteinen. Also um die zu entfernen. Aber leider ist Sandan echt nicht so gut in dem Matchup. Also es ist nicht bad, aber ich weiß nicht. Es hat mir nicht so sehr gefallen. Und Naseweiß war halt einfach nochmal eine weitere Flugresistenz, weshalb ich den Boy mitgenommen habe. Und wenn ich da das Item verliere durch Abschlag von Skullig, wäre es nicht so schlimm. So, Timber. Gehen wir in den Jungen rein und drücken Abschlag oder sogar Bulk ab. Könnten sogar dann für Bulk abgehen, weil was wechselt er da rein? Nicht allzu viel, ne? Skullig killt mich dann auch nicht. Ich glaube, wir gehen tatsächlich in Timber rein. Auf geht's, ab geht's. So. Können natürlich auch auf Wutanfall gehen. Und danach würde, wenn wir jetzt auf plus 1 Verteidigung sind, ne? Wird der nächste Wutanfall nicht ausreichen normalerweise. Also wir sind bei 23 KP. Er macht uns bei plus minus 0 50-62%. Das heißt eigentlich... die Kalks im Little Cup sind halt so weird, ne? Die Kalks im Little Cup sind so weird. Es kommt ein bisschen drauf an. Könnte eine Roll sein. Aber wäre auch ein Tempo-Range. Wobei er auch dann wieder die Robustheit hat. Ich glaube, wir gehen safe auf einen Upleit-Tip. Er geht auf einen Zen-Kopfstoß. Moment, das, damit habe ich nicht ganz gerechnet. Er kann seinen Kopfstoß. Upsi. Aber das sollten wir überleben. Bitte kein Flinch, bitte kein Flinch, bitte kein Flinch. Okay, kein Flinch. Das ist sehr, sehr wichtig. Sein Headbutt. Weil wir jetzt alle KP wieder zurück regenerieren. Was sehr, sehr gut ist. Oder? Regenerieren wir alles zurück? Ich denke schon. Wir haben ihn komplett auf 1 KP raufgehauen. Das wäre nur sinnvoll. Okay, nicht ganz. Aber das ist okay. Jetzt ist er halt in Tempo-Range. Die Frage ist, wechselt er nun raus oder nicht? Wechselt er auf eine Tempo-Heap raus oder nicht? Der Tempo-Heap ist halt das Offensichtlichste überhaupt. Das heißt, er könnte in Gramokles gehen oder danach gehe ich auf Abschlag. Er könnte in sein Tentacha gehen. Das wäre eine Option von ihm. Aber es wäre auch nicht so schlimm. Ich habe jetzt Abschlag gedrückt. Okay, ich habe gemissklickt. Ich hasse mein Leben. Ich wollte Tempo heben. Komplett unnötiger Chip. Ah! Nein, ich wollte gerade Tempo heben drücken. Ich habe gesagt, Abschlag ist... Abschlag ist nicht der Play. Ach, egal. Weil es wäre nicht schlimm, wenn er in den Tentacher geht. Es wäre echt nicht schlimm gewesen. Komplett unnötiger Chip. Tempo heben drauf und der Junge ist weg. Und jetzt habe ich sehr viel Chip gefressen für nichts. Sehr, 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 sehr nervig. Das gefällt mir gerade gar nicht. So, jetzt bekommt er halt Skullig rein, ne? Wullaby, Wullaby, Wullaby. Ich darf ihn jetzt nicht tilten lassen durch so einen dummen Missklick. Es tut mir leid, mal wieder habe ich einen blöden Fehler gemacht. Ah, ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Komplett bescheuert. Könnte jetzt auf Abschlag gehen. Könnte auf die Flugattacke gehen. Eigentlich ist Naseweiß für ihn da, ne? Selbst wenn er hier auf Abschlag gehen sollte, passt das für mich. Wir gehen in mein Naseweiß. Ich bin mir relativ sicher, dass er hier sogar Abschlag drücken wird. Mal sehen. Ey, so auf Flug. Okay, er geht doch safe. Also ist er eher spezieller ausgestattet. Also hat er wahrscheinlich auch die Kraftreserve Pflanze oder so. Ich weiß es nicht. Die wird aber auch nicht so viel Schaden machen. Ich glaube, ich gönne mir jetzt hier die Tarnsteine. Die können sehr praktisch sein. Er wechselt raus, wahrscheinlich in Tentacha. Kloakenkalle, das ist Tentacha. Und ich werde jetzt einen mehr oder minder risikoreichen Play machen und auf Voltwechsel gehen. Oder, ich meine, ich könnte auch seinen Spin abfangen mit Jellicent. Also Jellicent sei schon wieder Quabbel. Das wäre halt auch eine Option.
Er könnte aber auch auf Abschlag gehen, das ist ja auch eine Option von ihm. Ich glaube nicht, dass er safe auf Siedewasser geht. Das ist halt nicht sein Play. Ich könnte auf Voidwechsel gehen. Und halt erstmal schauen, was er macht. Wenn er auf Abschlag geht, dann fange ich das ab. Dann kann ich rausgehen in Timotilo. Damit Druck aufbauen. Er hat keine Elektroimmunität. Ich glaube, wir gehen hier auf Voidwechsel. Giftspitzen. Ja, das war das, wovor ich so ein bisschen Angst hatte. Dass genau das passieren wird. Die ganzen Hazards rauslegen, dies, jenes. Er hat die Anti-Elektro-Beere. Okay, das ist natürlich sehr, sehr nice, weil wir die jetzt hier schon mal weghauen damit. Perfekte Sache. So, Tentacha. Anti-Elektro-Beere. Das schreiben wir direkt mal auf. Er hat auf jeden Fall seinen Gameplan hier. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Und der Gameplan gefällt mir überhaupt nicht. Giftspitzen raus, Tarnsteine raus. Habe ich mir, wie gesagt, so ein bisschen leider gedacht. Und leider habe ich gerade nicht das dagegen, was ich ganz gerne haben möchte. Denn, ja, dieses Kanivania ist durchaus gefährlich. Kanivania ist gefährlich. Grabokles kann auch gefährlich werden. So. Magnemite gegen Tentacha. Tentacha, Tentacha, Tentacha. Das wird, glaube ich, sogar ein etwas kürzerer Kampf, weil die bisherigen Little Cup-Kämpfe, vor allem der letzte, waren ja sehr, sehr lang. Ich glaube, dass wir hier einen etwas kürzeren haben werden. Ich hoffe, dass ich natürlich trotzdem gewinnen kann, aber es wird nicht einfach. Wie gesagt, der Missklick nervt mich ein bisschen, weil Praktibike in der guten Range gewesen wäre. Aber so ist das eben. Wir bekommen immerhin den Adrenalin-Boost auf Praktibike, weil ich extra Adrenalin dafür raufgepackt habe, weil ich mir fast gedacht habe, dass er sowas die Giftspitzen spielen wird. So, Magnetilo wird ihn jetzt, denke ich, mal killen können. Er hat keine Beerensäfte oder so. Ich glaube, Magnetilo ist dann hier der Play. Magnetilo ist der Play. So. Könnte auf Abschlag gehen. Ich denke zumindest, dass er Abschlag kann, weil der Doxer kann Abschlag, also gehe ich auch mal davon aus, dass er Abschlag kann, weil er könnte schneller sein. Wir gehen jetzt einfach auf Voltwechsel, ne? Er hat keinen Voltwechsel-Switch und wir gehen einfach auf Voltwechsel. Kraftreserve, Boden, oh. Komm, überleben wir das? Wir überleben das nicht. Ah, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mit einem gerechnet, nur nicht mit dem. Aber ich habe mit der Kraftreserve Elektro, ehrlich, hätte ich sehen müssen. Ich habe es auch bei Team VP predicted, bei Kusha, und jetzt habe ich es hier nicht predicted. Wäre ich auf Ausdauer gegangen, wäre alles okay gewesen. Okay. Das macht es jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Jetzt darf ich mich erst recht nicht tilten lassen. Oh, Leute. Das sieht echt gerade nicht gut aus. Sehr gute Vorbereitung. Und wie gesagt, ich hatte sehr viel Angst vor dem Kampf gegen Ele. Der ist ein sehr guter Spieler. So, ich muss überlegen, wie ich das gewinne. Und ich glaube, es wird sogar darauf hinauslaufen, dass ich versuche, mit Elgin zu gewinnen. Also mit Pygraulon. Okay, dafür muss ich wahrscheinlich dir dieses Grammokles anschippen. Also Honedge, weil. T-Bolt killt nämlich leider dieses Honedge nicht. Das heißt, ich muss da irgendwie ein bisschen Chip drauf bekommen. Der ist jetzt halt gerade sehr, sehr nervig, aber ich muss jetzt, glaube ich, sogar schon in Pygraulon gehen, oder? Ich kann halt nichts anderes machen, wirklich. Ah, das nervt mich gerade. Das nervt mich gerade hart. Frillish. Du killst ihn halt auch nicht mit Psychic. Ich könnte halt trotzdem in Frillish reingehen. Ich glaube, das ist sogar der Play gerade. Ich muss Elgin in einer guten Range halten. Ich glaube, das wird mein Matchwinner sein. Oder könnte mein Matchwinner werden. Jetzt kommt hier natürlich auch die Vergiftung. Von Tränen lohnen sie auch jetzt hier aktuell nicht wirklich. Gehe ich auf den Spukball oder auf die Psychokinese? Oder sogar auf den Eisstrahl, weil der könnte ja eigentlich auch in sein Dingens reingehen. In sein Wullaby. Also Skalyk. Ich glaube, wir gehen hier erstmal auf Spukball safe. So ein Midground-Play ist das. Sieht, dass ich wahrscheinlich gewaltschalt bin. Der könnte Abschlag im Set haben. Ne, legt weiterhin Giftspitzen. Das ist okay erstmal. Okay. Wird er jetzt rauswechseln in Wullaby, ist die Frage, ne? Ich glaube, ich werde einfach trotzdem weiter auf Spukball erstmal gehen. Mein aktueller Play ist es, mit Bizarro und Pygraulon zu gewinnen. Er geht natürlich in Skalyk. War leider irgendwo zu erwarten.
War leider irgendwo zu erwarten, okay. Spukball kommt raus. Er hatte Kraftreserve, Boden und Giftspitzen auf dem Tentara, ne? Er hat aber nicht Turbodreher eingesetzt. Vorhin schon. Also ich meine, jetzt habe ich natürlich Quabbel. So, Ten kommt rein. Der könnte jetzt hier eine Runde predikten. Das wäre eine Option von ihm. Ich glaube sowieso, dass er speziell ist. Er könnte aber auch einfach auf Vorort gehen. Snubbull ist halt auch noch wichtig. Wobei Snubbull ist gar nicht so wichtig, so wenn ich drüber nachdenke. Fukano, Gramokles. Ich kann die halt nur ein bisschen anchippen. Ich muss die eigentlich auch nur anchippen. Ich glaube, ich gehe jetzt in Sky rein. Mein aktueller Plan, wie gesagt, ist es, mit Pygraulon irgendwie durchzugehen. Bizarro-Raum raus und versuche mit dem durchzugehen. Das ist mein einziger Plan aktuell. Viel mehr habe ich auch gerade nicht. Ich muss alles auf eine Karte setzen. Es sieht wirklich nicht gut aus. Bisher hat Ele sehr gut gespielt, hat sich sehr gut vorbereitet. War vielleicht ein Missplay, dass ich nicht auf Ausdauer gegangen bin mit Magnetilo. Ich hätte mit der Kraftreserve Boden rechnen müssen in so einem Format. Habe ich jetzt in dem Moment nicht gesehen. Aber mit der Anti-Elektro-Beere und so weiter hätte man sich das recht denken können. Okay. Gehen wir auf die Vitalglocke. Und holen erstmal die Vergiftung weg von Quentin und Snubbull. Gehen wir auf Erdbeben. Predikten, dass Fukano oder Gramokles reinkommen. Oder gehen wir auf Knuddler? Ich habe so Angst, wenn er drin bleibt, ne? Hey, wir gehen auf Erdbeben. Oder? Wir gehen auf Erdbeben. Er wechselt raus. Okay, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Wir müssen ein paar Plays machen. Jo, kommt rein. Bitte sag mir, dass das Gramokles ist. Das ist Gramokles. Das ist wichtig. Wir brauchen ein Erdbeben auf dem Ding. Das brauchen wir unbedingt. So, der hat einen Evoliten drauf, auf jeden Fall. So, wir haben auch hier einen Beerensaft drauf, was praktisch ist. Ich glaube, wir holen noch ein Erd... Oder? Hat er... Bevor ich was Falsches sage, der müsste auf jeden Fall einen Evoliten haben, oder? Honetsch oder Honetsch, Honetsch, egal, ist ja auch nicht so wichtig. Ja, der müsste einen Evoliten haben. Wir könnten auch einen Reflektor aufsetzen, das wäre, glaube ich, auch gar nicht so bad. Mit einem Reflektor leben wir halt ein bisschen mehr. Plus eben die Beerensäfte triggern dann. Ich glaube, von Reflektor habe ich hier aktuell mehr. Ja. Von dem Reflektor habe ich gerade ein bisschen mehr. Danach noch 4 Runden, in denen physische Attacken halbiert werden. Okay, Erholung. Interessant. Sehr, sehr interessant. Ja. Gut. Was soll ich dazu jetzt sagen? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Wir haben die Vitalglocke drauf und für die gehen wir jetzt auch einfach mal. So, und dann gucken wir mal. Wir haben die Erholung gesehen. Ist das Rest Talk, Sword Stance und dann ein Attacking Move? Möglicherweise. Ja, Schlafrede kommt. Erholung. Das ist ein bisschen gefährlich gerade, ne? Der will sich halt damit setupen und damit vielleicht gewinnen. Ich habe aber nicht viele Optionen dagegen, ne? Wenn er jetzt Schattenstoß im Setup, kann ich auch nicht jetzt in Quentin reingehen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt der Play. Ich glaube, wir müssen einfach weiter aufs Erdbeben gehen. Viel mehr habe ich, glaube ich, gerade nicht. Und ein bisschen hoffen, dass er blöde Erholungsturns, beziehungsweise Schlafreden-Turns bekommt. Boah, dieses Ding zerstört mich wahrscheinlich. Aber ich glaube, wir verlieren das. Ganz ehrlich, ab diesem Punkt glaube ich schon, dass wir das verlieren. Eisenschädel, das sollten wir eigentlich überleben. Und Beerensaft sollte dann triggern. Was sehr praktisch ist. Aber mal gucken, mal gucken. Er wacht jetzt auf. Wir gehen jetzt aufs Erdbeben. Okay, komm schon. Volltreffer wäre natürlich jetzt insane. Kann man durchaus so sagen. Volltreffer wäre jetzt nicht bad. Er müsste jetzt eigentlich auf die Erholung gehen, oder? Er geht auf die Erholung, okay. Eisenschädel, Rest Talk. Gehen wir jetzt hier in Quentin rein, gehen aufs Ganze. Machen wir das. Ist das schlau? Ist das schlau, jetzt hier in Quentin reinzugehen und aufs Ganze zu gehen? Dann Spukball abzufeuern? Kann halt einfach wieder in Wullaby gehen. Das ist das große Problem daran. Das ist das große Problem, was wir hier haben.
Flektor ist in der nächsten Runde zu Ende. Das heißt, er könnte immer noch Schattenstoß haben. Hat er kein Schwert anscheinend nur. Das ist so blöd gerade. Ich weiß nicht, welche Entscheidung ich hier treffen soll. Weil ich halt mit Quentin auch Gewahlschalt bin, kann ich nicht einfach auf Spukball gehen. Denn dann kommt Willoughby rein. Wenn Willoughby reinkommt, habe ich halt ein Problem. Das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Auf einen Crit hoffen. Ist das tatsächlich der Play? Wir gehen jetzt erstmal auf noch ein Erdbeben. Wir müssen erstmal gleich noch einen Reflektor aufsetzen. Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, wir verlieren das. Ich glaube, ich spiele auch gerade nicht allzu gut. Aber ganz ehrlich, ich sehe auch gerade nicht wirklich den Out dagegen. Oder das Out. Wie gesagt, wenn ich jetzt in Quabbel reingehe, habe ich das Problem, dass ich mich auf Spukball locken muss. Dann geht er in sein Dingens rein. Da kommt Schwertanz. Okay, er hat nur Eisenschädel als Move. Also keine Geisterattacke. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Wir gönnen uns jetzt hier nochmal den Reflektor. Das ist, denke ich mal, klar, dass wir den wieder haben wollen. Er schläft natürlich noch eine Runde. Jetzt bitte bekommen irgendwas Schlechtes. Bitte kein Eisenschädel. Bekommen Erholung. Bekommen Erholung. Komm schon, Erholung. Gönn dir die Erholung. Nochmal Schwertanz. Okay. Es ist prinzipiell okay. Er kann jetzt halt mich killen, ne? Erdbeben. Let's go. Ein Crit wäre jetzt insane, ne? Ich würde mich jetzt nicht beschweren. Wäre natürlich unglücklich für Ele. Das war eine sehr gute Roll. Ist aufgewacht. Eisenschädel kommt. Es killt. Es killt. So. Wir könnten jetzt in Quabbel gehen und uns auf Eisstrahl locken, ne? Das war halt jetzt eine Option. Ich glaube, das ist sogar die Option, für die ich aktuell gehe. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Gramokles ist halt, ich glaube, bei einem KP oder so. Eisstrahl soll ihn auf jeden Fall besiegen. Wir gehen jetzt hier auf Eisstrahl, let's go. Er wechselt raus, gib mir jetzt bitte dieses Willoughby und nicht irgendwie Kanivanya. Ten, das ist sein Willoughby. Gönn dir den Eisstrahl, das sollte nice and Damage machen. Und Gramokles müsste eigentlich auch jetzt durch die Tarnschein sterben, ich weiß es ja nicht, wenn er, ob er mit 2 oder mit einem KP überlebt hat. Und es ist ein Freeze, der nicht wirklich gemattert hat. Der hat nicht wirklich gemattert. Wobei, Beerensaft, der hat vielleicht dann doch gemattert. Dann mattert er möglicherweise doch. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mit Quentin drin bleiben. Einfach zack, drin bleiben. Das ist natürlich jetzt der Freeze, Leute, der Freeze. Wann habe ich das letzte Mal im Draft-Format gefreezed? Ich weiß es nicht. Ja, kritisch. Und ist nochmal ein Crit hinterher. Es ist nochmal ein Crit. Okay, jetzt hexe ich gerade ein bisschen. Wenn ich das gewinne, dann ist da der ein oder andere Hex dabei. Aber ich glaube nicht, dass wir das gewinnen. Es ist immer noch schwierig. Mein Plan ist, wie gesagt, immer noch mit Pygraulon hier durchzugehen. Wenn wir einen Bizarro-Raum rausbekommen, ist das auch prinzipiell noch möglich. Es kommt darauf an, ob wir einen Bizarro-Raum rausbekommen. Problem dabei ist vor allem dieses Kanivanya, was er jetzt reinwechseln könnte. Und ich glaube, das könnte so ziemlich durchgehen. Weil Kanivanya müsste Tempo-Schub haben. Wenn er keinen Fokusgurt hat, wobei, der ist ja jetzt weg. Wir haben noch unseren Okoto, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Okay, wir müssen jetzt mal das Endgame hier durchgehen. So, Skalyk ist weg. Gramokles ist möglicherweise tot. Ich weiß es nicht genau. Möglicherweise besiegt. Wie gesagt, 1 KP oder 2 KP, ich weiß es nicht genau, wegen den Tarnsteinen. Ob sie überlebt oder nicht. Fukanus noch da. Dieses Kanivanya. Und Tentacha. So. Bizarro-Raum geht für 4 Runden. Wenn wir es einsetzen, haben wir noch 3 Runden. Das heißt, wir müssen so gesehen alle, also 3 Pokémon zerstören. Also 3 Pokémon mit einem Hit besiegen. Mit Pygraulon. Aber er hat halt 4 Pokémon. Das heißt, wir müssen ein Pokémon erstmal besiegen. Die Sache ist, mit Z-Donnerblitz sollten wir alles besiegen hier ab dieser Stelle. Beziehungsweise auch mit Donnerblitz und Psychokinese. Das heißt, wie gesagt, das kann Pygraulon in der Theorie. Ich muss dafür aber noch ein Pokémon weghauen. Die Frage ist jetzt aktuell, die ich mir stelle. Benutze ich Naseweiß als Opfer jetzt hier oder behalte ich es? Oder benutze ich meinen Wahlschal Frillish hier als Opfer
oder behalte ich auch dies? Das ist halt jetzt die Frage, die ich mir stellen muss. Was will ich opfern? Dieses Wahlschaltding könnte sich in Spukball locken und Spukball, Gewahlschalt kann alles so ziemlich ganz gut hitten, außer dieses Kanivanya. Ich glaube, dass Naseweiß hier eher geopfert werden muss. Das wird ein interessantes Endgame. Es wird ein sehr, sehr interessantes Endgame. So, wir opfern jetzt den Naseweiß-Boy. Da kommt der Delegator. Das ändert einiges. Das ändert einiges. Und das ist hier wiederum die Sache, die ihm möglicherweise den Sieg gibt. Oh, wäre ich auf Eisstrahl gegangen. Eisstrahl bricht doch safe den Sub, ne? Oh, das tut jetzt weh. Das tut jetzt weh. Und das ist möglicherweise das, was ihm das Match gewinnt. Kanivanya, Kanivanya. So, Carvanya. Gucken wir mal ganz kurz. Eisstrahl, hätte das überhaupt den Sub gebrochen? Das interessiert mich jetzt gerade einmal ganz kurz. Eisstrahl hätte den Sub gebrochen, ja. Alter, Sub. Mann, Eel ist, wie gesagt, ein richtig kreativer Spieler im Draft. Und man, vor allem Lille Cup, dann auch mal die extra Erfahrung. Ich hab's von Anfang an gesagt, der wird nicht einfach, dieser Kampf. Der wird nicht einfach. So. Der Reflektor ist leider auch in der falschen Runde leider zu Ende gegangen. Das wäre natürlich auch praktisch gewesen, weil ich sonst einen Hit getankt hätte. Aber ich glaube, so wird das sehr, sehr schwer. Ich habe, by the way, mein Naseweiß falsch geschrieben, sehe ich gerade. Wobei, wir könnten tatsächlich Waterfall überleben. Moment mal. Nose Pass kann ein Waterfall überleben. Das heißt, wir könnten jetzt auf Voltwechsel gehen. Wir gehen auf Voltwechsel. Er darf nicht mich flinchen. Er geht auf Schutzschild. Sehr guter Play, weil er nochmal Toxic Turn stallt. Sehr, sehr guter Play. Alter, Toxic Protect. Der Junge ist doch verrückt, Alter. Also, Sub Protect. So, wir sind jetzt auf 10 KP. 50%. Eigentlich darf er mich nicht killen. Selbst wenn er Life Orb hat, killt mich das normalerweise nicht. Ich habe 10 KP. Er darf mich jetzt nicht flinchen. Wir gehen auf Voltwechsel. Ich habe auch überlegt, ob ich auf Rock Blast gehe, aber ich glaube, das ist nicht der Play, weil es missen kann. Dann verliere ich. Waterfall. Kein Flinch. Kein Flinch. Kein Flinch. Es killt. Wie? Die Kalks stimmen nicht. Hier steht 40-45%. Guaranteed 2-Hit KO wiederum. Ah, wahrscheinlich deswegen. Aber es ist auch kein Live-Op-Set, oder? Wir haben gerade kein Live-Op gesehen. Das ist natürlich jetzt unglücklich, ne? Das ist natürlich sehr, sehr unglücklich. Ja, wir gehen jetzt hier in Okodo rein. Kannst du nochmal Schutzschild drücken. Wenn wir es überlebt hätten, hätten wir, glaube ich, sogar gewonnen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern, wie gesagt, warte mal. Er macht 8. Ah, nee, ich hab was falsch. Ah, ich bin wieder blöd. Ich habe den Reflektor nicht ausgemacht. Ich bin blöd. Ja, egal. Dann vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe es jetzt gerade unnötig spannend gemacht mit der Aussage. Denn das hätte immer gekillt. Ich war schon verwundert, wieso macht das so wichtig gegen Naseweiß? Ich meine, ich habe Evoliten, ich bin eher defensiv ausgelegt, physisch defensiv, aber trotzdem. Aber ja, ich war blöd. So, damit besiegt er den. Auch hier war es eigentlich sehr wichtig, Mann, dass ich da am Anfang mich gemissklickt hatte. Weißt du, das wäre ganz gut gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte, weil ich dann wahrscheinlich vielleicht sogar genügend KP gehabt hätte, um hier zweimal Dingen zu drücken. Die Kampfattacke. Ja, jetzt haben wir eigentlich nur Elgin, den wir reinwechseln können. Ja, davor hatte ich so ein bisschen Angst, aber dass das Sub ist, Alter. Sub ist insane. Knirscher sollte mich besiegen. Ja, Knirscher besiegt mich safe. Knirscher besiegt mich safe. Ich denke mal, würde ich nochmal auf Schutzschild gehen. Ich glaube, das wäre so ein Misplay. Ich muss jetzt auf den Show kaufen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt auf den Bizarro-Raum, falls er choked. Aber Knirscher sollte mich eigentlich besiegen. Ja, okay, er hat den Z-Move, das ist der Z-Knirscher. Oder Z-Wasser-Move. Ja, GG. GG auf jeden Fall an den guten Ele. Ich habe einige Missplays gemacht. Ich habe am Anfang mich gemissklickt. Ele hat sehr gut gespielt. Hatte sehr gute Taktiken. Das Sub-Kanivanya hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Ja, Kraft derselbe Boden, Tatache habe ich so nicht gesehen in dem Moment. War sehr gut und das war nicht gut von mir. Aber das zeigt halt letztendlich, Little Cup ist halt ein Tier, in dem uns allen so ein bisschen das an Erfahrung mangelt. Das haben wir jetzt auch in den letzten Kämpfen gesehen.
Und man schnell eben Fehler machen kann, man schnell mit guten Überraschungen den Gegner komplett zerstören kann. Und das hat Ele hier super gemacht. Ich glaube, es war jetzt nicht wirklich nötig, hier auf Schutzschild zu gehen, weil er hat halt einen. Er hat vielleicht keinen Knirscher. Dann, ja doch, er hat Delgator uns gezeigt, Schutzschild, die Wasserattacke. Deswegen vielleicht. Alter, wenn wir dann in Quentin gegangen wären, ne? Ich hätte ja trotzdem gedacht, dass er Knirscher im Set hat. Von gehe ich jetzt eigentlich aus, so. Weil da hätte ich noch mal Elgin reinwechseln können, dann wäre es alles anders. Alter, er hat wirklich keinen Knirscher. Puh. Aber konnte ich das sehen? Ich habe Schutzschild gesehen. Ich habe Delgator. Ich habe einen Move nicht gesehen, wie gesagt. Deswegen, Knirscher wäre ja immer noch eine Option gewesen. Also, ja, ich hätte vielleicht Frillish reinwechseln können auf die Wasserattacke. Dann hätte ich die absorbiert mit Water Absorb. Das wäre natürlich sick gewesen. Weil ich dann mit Adrian was gemacht hätte. Ja, krass. Krass, krass, krass. Wusste ich natürlich leider nicht. Wäre cool gewesen. Aber hey, wer denkt jetzt in diesem Moment noch daran, dass er keine Unlichtattacke hat? Ich habe eher halt auf den Choke auf, dass er auf Schutzschild geht, während ich auf Bizarre umgehe. Und das war in dem Moment, in meinem Gedanken zumindest, der Play. Aber war dann letztendlich doch nicht so, weil er hatte scheinbar keinen Knirscher. Und plötzlich zeigt er mir doch Knirscher und er hat gerade einfach nur unnötig Toxic gestallt. Aber ja, ich denke halt nicht, sonst hätte er schon längst einen Knirscher eingesetzt. So ist jetzt Ela auch nicht, das wäre ja unnötig, hier zu Toxic stallen. Wenn er keinen Knirscher gehabt hätte. Beziehungsweise wenn er Knirscher gehabt hätte. Meine ich ja. Naja, egal. Damit ist das aber trotzdem GG. Ist natürlich jetzt ein bisschen sad, dass Quabbel durch das Toxin langsamer sich erstirbt. Da wäre, wie gesagt, das Sandan echt nice gewesen. Habe ich länger überlegt. War ein bisschen schwierig. Aber GG an Ede. Wie gesagt, gut gespielt. Sorry natürlich, dass ich nicht einen dritten Sieg in Folge einfahren konnte. Es tut mir leid an euch, dass ich heute nicht meine beste Leistung abgegeben habe. Aber ich hoffe, dass ich das am nächsten Spieltag wieder gut machen kann und dann wieder einen Sieg einfahren kann und dann die Playoffs vielleicht sogar schon sicher machen kann. Ja, es wird ein bisschen schwieriger. Also ich glaube, mit 4 Siegen sollte man eigentlich safe in den Playoffs sein. Mit 3 Siegen mal sehen. Bewertung, Kommentare sehr gern gesehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.